Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir gehen in diesen Tagen auf Weihnachten zu und wir dürfen in diesem Jahr die Adventszeit wieder so feiern, wie wir es all die Jahre gewohnt waren. Auf Weihnachtsmärkten, in vertrauter Runde. Das war in den letzten beiden Jahren nicht möglich. Und das ist auch ein Grund zur Dankbarkeit. Und dennoch leben wir in Krisenzeiten. Bei vielen wird die Frage sicherlich im Raum stehen, was wird auf uns zukommen? Angesichts von Inflation, Teuerung, die Sorge um den Arbeitsplatz oder auch der drohende Klimakollaps. Und eben inmitten dieser krisengeschüttelten Zeit feiern wir Weihnachten. Krisengeschüttelt war die Zeit auch, als Jesus geboren wurde. Israel litt unter der Herrschaft des römischen Weltreichs. Die Bibel fasst es in knappen Worten zusammen. Im Lukas-Evangelium heißt es am Anfang, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Eine große Volkszählung mit dem Hintergedanken, wie viele Einwohner hat mein Reich, mit wie viel Steuereinnahmen kann ich rechnen. Und wie es ein großer Herrscher so macht, erlässt er den Befehl, dass jeder in seine Geburtsstadt ziehen muss. Unverzüglich. Oder im Matthäus-Evangelium wird in kurzen, knappen Worten geschildert, wie der herrschsüchtige König Herodes von Roms Gnaden Angst um seinen Machterhalt hat und wie er dann alles Neugeborene in Bethlehem töten ließ. Was so in kurzen, knappen Worten geschildert wird, zeichnet ein riesiges Bild von tiefer Dramatik. Und ja, die Stimmung war auch damals mehr als gereizt. Und in diese Welt nun kommt Gott in Jesus Christus hinein, als kleines Kind. Und wieder ist es auch die Freudenbotschaft der Engel an die Hirten, die wir auch in diesem Jahr wieder hören werden. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Wenn man es mit der Begegnung mit dem Heiligen zu tun hat, dann ist es furchterregend. Nicht umsonst ist die erste Wortwahl des Engels: Fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Diese Botschaft, diese Formulierung soll angeblich in der Bibel 365 Mal vorkommen. Ob das so ist oder auch nicht, spielt für mich jedenfalls keine große Rolle, aber es macht deutlich, dass fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht mir jeden Tag immer wieder neu gesagt werden darf und sogar vielleicht gesagt werden muss. Denn dieser Ruf, diese Botschaft, sie gilt auch heute. Fürchtet euch nicht. Gott gibt diese Welt nicht verloren, selbst wenn wir ihn schon längst abgeschrieben haben. Diese in Anführungszeichen uralte Weihnachtsbotschaft, das fürchtet euch nicht, ist Gottes Protest gegen alle Angst, gegen alle Resignation unserer Welt. Sie ist Gottes Protest für Liebe und Menschenfreundlichkeit. Gott gibt uns Menschen nicht auf. Als Zeichen dafür steht das Kind in der Krippe. Jesus hat von sich einmal gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Und ja, dieses Licht des Friedens, es leuchtet hinein in eine Welt, die finster ist. Finster von Hass, Krieg, Gewalt. Dort hinein leuchtet Gottes Licht in Jesus Christus. Wir feiern Weihnachten als Fest des Friedens. Und dieser Friede, der ist mehr als nur das Schweigen der Waffen. Dieser Friede will in unseren Herzen anfangen. Da stellt sich natürlich die Frage: Bin ich bereit, Jesus als diesen Friedensfürst in mein Herz hineinzulassen? Weihnachten heißt: Öffne dein Herz. Öffne dein Herz für den Friedensfürsten Jesus.
damit er dich verändern kann. Ich wünsche Ihnen und euch ein frohes, besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest. Gott segne Sie und euch alle.